Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind noch nicht eingeschlafen. Das ist jetzt natürlich eine freche Anmerkung in Bezug auf meinen Vorredner. Aber so meine ich das eigentlich nicht, weil, wie er schon meinte, wir ergänzen uns in der Tat recht gut. Nicht nur wegen dem Thema, sondern eigentlich von der Anwendung her als solches. Weil die Nahfeld- und dergleichen Anwendung wurde gerade vorgestellt und die eher Fernfeld-Anwendung, die zeige ich Ihnen jetzt dann gleich. Viel wesentlicher ist eigentlich das, was ich jetzt auch mehr in die Grundlagen gehend biete. Ich werde einige Folien schnell überfliegen, deswegen, weil einiges entweder klar oder nicht klar ist für diejenigen, die vom Fach sind. Aber auf der anderen Seite lege ich immer Wert darauf, wenn ich einen Vortrag halte, auch ein paar Grundlagen zu bringen. Das ist meines Erachtens relevant, um sie einfach ins Thema einzuführen. Es ist natürlich auch eine Sache in der Richtung, was man will. Vielleicht kann man mir auch zur Kritik machen, dass ich viel zu sehr Wissenschaftler bin und zu wenig Verkäufer. Ein Verkäufer würde wahrscheinlich die Sache ganz anders angehen. Das sage ich mal, antworte ich drauf, mir geht es um die Sache und nicht um den Verkauf in dem Moment, wo ich hier vorne stehe, auch wenn es geschäftsschädigend meiner eigenen Firma gegenüber ist. Aber das ist eine gewisse Ehrlichkeit zur Sache. Aber das kennen Sie ja von mir, in Anführungsstrichen, wenn ich bei den Schneiders unter anderem auftrete, dann ist es nun mal so. Sie sehen, um was es geht. Im Grunde genommen eigentlich, meine Güte, ob jetzt die Reihenfolge etwas günstig war, wie wir das hier angetreten haben, weiß ich nicht. Aber Sie vermischen einfach das, was ich Ihnen jetzt sage, mit meinem Vorredner und dann kommt vielleicht der perfekte Mix bei raus, was die Information betrifft, auch was die Grundlagen betrifft, warum wir überhaupt hier darüber reden. Gut, es geht eigentlich darum, wie es uns heute geht, wie es uns in der Vergangenheit gegangen ist. Und ich denke, das muss ich Ihnen einfach klar machen, weil sonst wäre der Film vorher nicht aufgekommen, weil etwas in unserer Landschaft existiert, wie ich es hier geschrieben habe, was erst seit ungefähr 100 Jahren existiert. Und es kann wohl kaum sein, dass die Menschheit sich Jahrmillionen hier auf dem Planeten entwickelt oder generell leben und wir dann plötzlich mit einer technischen Information zu tun haben, die ganz anders ist. Deswegen erlauben Sie mir trotzdem ein paar andere Beispiele, die beschreiben, wie wir funktionieren, und zwar elektrisch. Das könnte wahrscheinlich nichts schaden. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Impulsübertragung von den Synapsen Punkt A nach Punkt B und die funktioniert nun mal elektrisch. Und das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Wir sind nicht ein Haufen Wasser, Stichwort SAR-Wert, da wird nur Wasser erhitzt. Die Frage ist nämlich, ob diese Messwerterfassung über SAR wirklich Sinn macht. Ich habe 2001 bereits schon bei Siemens selber Messungen veranlassen können, die einen SAR-Wert eben mit einer funktionsfähigen Strahlungsabschirmung bei Handys entsprechend zugange war. Und das ist sicherlich alles ganz nett, aber Sie werden vielleicht ein paar Informationen schon aufgegriffen haben, aber nur diese Dinge, die man nur kennt, als relevant abzutun, nämlich ein elektrisches und ein magnetisches Feld, ist meines Erachtens in der Diskussion falsch. Sonst kommen wir nicht weiter, dass wir alle Fakten, auch wie das Vita-Chip funktioniert, im Endeffekt nicht nur besser verstehen, einfach, dass es funktioniert, ist eine Geschichte. Den Weg bestreite auch ich, aber wir sollten irgendwann mal wissen, warum es funktioniert. Das ist meine persönliche Meinung. Das heißt also, wenn Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir tatsächlich mit Stromflüssen impulsartiger Art zu tun haben und dass dann, was auch immer in unserem Körper passiert und der Körper auch unter anderem diese atmosphärischen Signale hier aufnimmt, das hat mein Vater schon in seinem Buch aufgezeigt, zum Beispiel die Schumann-Resonanz klar und deutlich in den Signalen des Körpers aufgegriffen werden können über EEG-Messungen, dann braucht man sich über weitere Dinge keine Fragen mehr stellen. Denn wir haben es mit einem Strahlensalat zu tun. Es geht im Grunde genommen von sehr niedrigen Frequenzen, die man auch als psychische Frequenzen bezeichnet, da kommt gleich ein Kommentar dazu, über die verschiedenen Herzbereiche aufwärts bis zu 10 hoch 25 Hertz hier oben.
Das heißt also eine 10 mit 25 Nullen und dann Hertz. Hertz heißt Schwingungen pro Sekunde. Nur für Sie als Information, in dem Bereich ungefähr, sagen wir mal, bis 20.000 Hertz und runtergehend, sagen wir mal, bis circa einige 10 Hertz hören Sie. Aber verwechseln Sie bitte nicht das, was Sie hören, mit dem, was elektromagnetisch abgeht. Manche Leute, wenn ich von irgendeinem Produkt spreche, was schön Wetterfeld aufbaut, dann erwarten Sie, dass Sie das hören. Nein, das hat nichts mit akustischen Wellen zu tun. Bitte nicht verwechseln.